Und herzlich willkommen zurück im letzten Part von Let's Play Ark. Beim letzten Mal haben wir begonnen, einen Spinosaurus zu zähmen. Das läuft, will ich mal behaupten. Ja. Geht schon. Wir müssen aber, glaube ich, noch ein bisschen Fleisch ran schaffen. Prime Meat wäre natürlich optimal. Warte mal. Ich gucke mal, ob sich da vielleicht irgendwo was finden lässt. Dafür müsste man Stegosaurus killen, den haben wir hier nicht. Halt. Wie viel Zeug willst du denn noch haben? Hier kommt so. 60. Ja, es wird. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwo Prime Meat finden. So, dann einmal rüber. So. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ah, guck mal. Gut, von dem halte ich mich jetzt fern. Hier fängt es jetzt auch an. Jetzt hört es hier auf zu regnen. Ich raff es nicht. Mitunter ist alles so ein bisschen durcheinander. Triceraflopse. Ja, sonst ist nicht viel los. Tut mir leid, wenn der letzte Part vielleicht echt wieder ein bisschen unspannend war, aber es gab echt nicht viel zu tun. Ich wollte jetzt. Ich kann den Part natürlich auch jetzt nicht unendlich lang machen, bis der fertig ist. Das dürfte eventuell klar sein. Ein Raptor bringt mir auch kein Prime Meat. Noch so Spino-Kollegen. So, wie das bei dir eigentlich jetzt gerade ankommt, schlüsselmäßig. Oh, ich werde mal Pause machen. So. Wie sieht das bei dir in Hinsicht Betäubung aus? Geht noch, kann aber noch nachgelegt werden. So, trampel durch dich mal eben hier so. Genau, so. Ist gut, dann kann ich hier wieder runter und hier mal eben was nachlegen. So, 1, 2, 3. Wer will auch 4? Und mal Fische finden. Mir ist gerade eiskalt. Ich glaube, dem jungen Mann ist kalt. Auf welchem Level ist. Nee. Auf welchem Level ist der da? Level 2. Glock. Oh. Wow, ey, 2 Fleisch. Ich bin begeistert. Aber das gibt's doch nicht. So was. Mm.
Ist hier denn sonst nichts mehr, was man erlegen kann? Ich werde mal eben umschalten auf normale Pfeile. Schwimmt hier so rum. Nicht viel und nichts Bedeutendes. Na gut. Da, 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 da. Ich friere meinen Arsch ab. Nur weil der Dicke hier nicht hinne macht. So, hier hast du nochmal. Dann kriegst du hier nochmal. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Allmählich wird's. So, wir kriegen langsam mehr Hunger. Haben wir noch alternative Nahrungsmittel mit? Nein. Klingeling. Den Kunden hier mal. Ja, habt ihr gehört, ne? Max sagt, abonniert mich. Los. Den Kunden. Immer schneller. Natürlich doch mal nach so ein paar. Ich suche mal gerade nach Bären. Dann finde ich zumindest irgendwas zu essen. So. Ohne Pike geht das natürlich auch ganz viel schneller gleich. Nimm es sich Lichtheit. Berries. Stimberries. Anna-Berries. Azul-Berries. Tinto-Berries. Sagen, jetzt nimm das doch, Mensch. Mama Berries. You are freezing. Ach genau, mach mal Tag jetzt hier. Du löst die Fackel an, Mann. Ich hilf dir aber nicht sonderlich weiter. Ich geh mal gerade mal gucken, was beim Kollegen da los ist. Erstmal ins Wasser kacken. Läuft. Man will den Typen ja auch verhalten, nicht wahr? So. Wie schaut's aus? Ich gebe dir jetzt mal die beiden. Und gleichzeitig auch 3, 4 davon. Es wird, es wird. Ich mach mal gerade hier eine Fackel an. Vielleicht hilft das ja mit Wärme. Ich zweifle ja gerade wieder dran, aber 0 Grad. Ach du Scheiße. Ich friere mir die Füße ab. Dicker, sieh zu, mir ist kalt. Ich brauche ungefähr noch 2 Durchläufe. Schneller. Ich versuche mich jetzt mal vorübergehend mit Bären über Wasser zu halten. Tasty, can we use the menu? Erstmal die jetzt erstmal. Wo sind die 9? Ne, die 0. 4 Stück davon. Was macht er hier? Wartet weiterhin drauf, wieder Hunger zu kriegen. Okay. Das ist echt immer so ein Wartespiel mit dem Zähmen. Man kann nicht weit weggehen, weil es könnte ja irgendwas passieren. Aber hier rumstehen ist auch irgendwie blöd, weil das ist langweilig. So, 59, 58. Also 2 bis 3 Fressungen quasi noch. Stell dir das mal mit Taming Speed 1 vor. Wir hätten hier 3 Tage gesessen. 7, 8, 9, 10. Oh, können schon mit dem nächsten fertig sein. Okay. Dann brauchen wir vielleicht sogar gar nicht mehr bei der Betäubung nachlegen. Ich behalte das jetzt im Auge. Ich krieg langsam wieder Hunger. 1, 2, 3, 4, 5. Sieh zu.
pack mir schon mal. Wie schaut's aus? 87. Ach, ich bin ja immer so vorsichtig. Ich leg nochmal nach. Man weiß ja nie. Kann ich das so erzählen? Also, es ist heute der letzte Part. Dann werden wir den Kollegen hier irgendwie nach Hause befördern, hoffentlich. Wäre schön, wenn das klappt. Und dann stürzen wir uns in diverse Tode. Ah, sinkt es wieder. Okay. Hoffentlich reicht das dann. Eieieiei. Wie liegt der mit 100%? Was ist denn da normal? Und sonst so, wie läuft's bei euch? Alles in Butter? Ich muss mir das jetzt angucken. Wir haben das schon einmal verkackt, wenn wir weggeflogen sind. Das möchte ich jetzt nicht nochmal haben. 56. 55. Wie schnell dieser Torpor-Balken aussieht. Das ist ja unfassbar. Wie viele Pfeile habe ich denn reingejagt? 8? 10? Nein, eine Runde muss noch. Dann muss ich da nochmal nachlegen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt muss ich auch mal reichen. Mehr habe ich nämlich nicht. Ja, beim 10 nehme ich ungern ein Risiko ein. Dass der Kollege aufwacht, das kann ich nicht gebrauchen. Das wäre nicht gut. 88. 87. 86. Das müsste jetzt theoretisch ausreichen. Fände ich sehr schön. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Was macht unser Hunger? Wir haben gerade keinen. Wir können die Fackel auch wegpacken. Ist ja gar nicht mehr so kalt. Also ein paar davon. Mmh. 75. 74. Komm gerade vor wie Graf Zahl. Mensch. Da haben wir aber endlich mal einen. Könnt zwar da nicht mehr viel damit anfangen, aber ihr habt ja gesagt, 10 mal einen. Und ich hab's getan. Das muss man ja zugute halten. Muss man mir dann bitte zugute halten. Also 61 und 60 und 58. Ein paar Meter weg. Okay. Klären. Kann kein K machen. K? So. Lehren war später. Alles klar. So, jetzt kommst du mal eben bitte mit. Du folgst mir? Jawohl. Einmal umdrehen bitte. Sofern möglich. Okay, das geht schon mal. Uiuiui, der legt auch ein Tempo an den Tag. So, möglichst nicht an seinem Kollegen vorbei. Mensch, wieder durch die Gegend tollt. Ist halt nicht niedlich. Ich versuche mir jetzt mal so am Rand durchzuschlagen. Ich hoffe mal, er läuft da nicht amok.
Jawohl. Ach, hier sind wir. Ja, Mensch. Muss ich jetzt aber auch erstmal wissen. Wenn wir jetzt dann stellen wir einfach hier ab. Oh. So. Mein Freund. Also meine Freundin. Alt. Ja, danke. So. Access Inventory können wir noch nichts machen. Der hat noch genug zu fressen. Der Fischer fliegt hier rum. Halt, stopp. Halt. Stopp. Ist schon am Anhalten. Okay. So, dann brauchen wir jetzt noch. Wir bräuchten was zu fressen. Der hat genug, ne? Sie. Ach komm. Nein, nee, halt, Quatsch. Change name zu, boah, komm, Furie, so. Manche nennen sie Fury, ich nenne sie Furie, so. Der war echt kurz vor zu Hause gewesen. Dass ich das gar nicht wiedererkannt habe. Ich bin auch ein Depp. So, Fury kann sich hier erstmal ein bisschen ausruhen. Wir fliegen jetzt erstmal zur Location mit unserem Opfertier. Dann geht der Spaß jetzt richtig los. Wir müssen da lang. Dann versuchen wir nämlich nach Dead Island zu fliegen und dort episch drauf zu gehen. Da, 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 da. Machen wir gleich noch eine freundliche Zwischenlandung und dann fliegen wir den Rest des Weges durch. Oh, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir begeben uns in einen kurzen Landanflug zur Regeneration der Kräfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und weiter geht's. Ich meine, hier wäre in der Gegend auch immer mal einer gewesen. Habe ich mich wohl getäuscht? Naja. Wir reparieren da erstmal unsere. Obwohl, wir brauchen keine Klamotten. Wir fliegen ja in den Tod. Da sind Klamotten ja unwichtig. Wir wollen ja erstmal einfach nur drauf gehen. Dann bräuchte man eventuell doch noch eine Kiste. Ja, leck. Danke. So, hier ist unser Haus. So. Perfekt geparkt. Okay. So, wir brauchen eine Kiste. Die stellen wir auf jeden Fall ins Haus. Können wir uns denn gerade schon mal so eine bauen oder brauchen wir erst wieder Zeug dafür? Constructors. Furniture. Stop. Nee. Fridges. Was ist das Ding? Wood. Wooden dies, wooden das. Storage. Box 25. Das haben wir bestimmt noch was hier drin. Haben wir schon fast alles geplündert. Das gibt's doch nicht. Hier? Ja, da war was. Da war was. Halt. Machen wir eben eine. So. Dann kann das Holz auch hier schon mal wieder zurück. Packen wir schon mal die Sachen, die wir so nicht mehr unbedingt brauchen, packen wir schon mal hier rein. Flint brauchen wir auch so nicht. So. Die Storage Box. Die packen wir jetzt
Einmal wunderbar. Nach da. Und da kommt alles rein. Ja. Unsere Waffen sind übrig geblieben oder ist da noch Platz drin? Ne, die sind übrig geblieben. Hier noch Platz. Bisschen. Dann kommt der da rein. Der kommt da rein. Ist auch noch Platz. Kommt die da rein. Die da rein. Die da rein. Die passt da nicht mehr. Dann kommt eben der Rest noch da rein. So, jetzt sind wir ohne Strümpfe und ohne Schuh. Aber die haben wir noch an. Doch, die lassen wir noch an. Die lassen wir noch an. Die können wir einfach nachbauen. Ist ja nicht das Ding. Dann brauche ich mal eben deinen Sattel. Ich bedanke mich. Wo ist denn jetzt das Viech ohne Namen? Vieh ohne Namen. Wo haben wir die geparkt? Die war doch ja nicht. Günther, Johnny. Da hinten. So. Ach, das ist ja. Ist ja da reingeflogen. Stimmt ja. Oh. Oh, hallo. Warte mal. Darf ich mal eben. Dankeschön. Darf ich mal eben. Dankeschön. Inventory Sattel. Jetzt muss ich mich mal eben hier draußen hinsetzen. So. Da die Tür zumachen. Also, ich bleib noch mal eben. Entschuldigung. Um das mal gerade zu klären. Also, wir haben jetzt hier die Map. Und in der oberen rechten Ecke befindet sich die Todesinsel. Dort fliegen wir jetzt hin. Mal gucken, wie gut das klappt. Sind sehr leicht, das heißt, unser Vieh braucht wenig Ausdauer. Das kann ich wegpacken. Wenn wir so gegen Nacht da ankommen, dann treffen wir eventuell auch noch einen Dodorex. Wer weiß, wer weiß. Das kann alles passieren. Wie spät haben wir denn gerade? 12.37 Uhr, ja gut. Jetzt kommt es, jetzt wäre hier vorne auch noch ein Spinosaurus gewesen. Ne, war ein T-Rex. T-Rex ist da, da sind Sarkos. Schön, schön. Aber hier wollen wir ja gar nicht bleiben. Werden wir noch was zu essen austeilen sollen, oder hast du noch? Ein bisschen hat er noch. Ein bisschen hat er noch. So. Ich hoffe mal, ich fliege jetzt grob in die richtige Richtung. Sehen wir auch mal so ein paar Orte, wo wir noch nicht waren. Hier ist irgendwie das. So ein bisschen das Herbivoren Island. Ist wieder ein T-Rex. Ich baue wieder einen Break ein. So. Hier fängt es natürlich auch megamäßig an zu laggen. Weil sehr viele Viecher geladen werden müssen. So, noch ein bisschen weiter. Achso. Was ist denn da drin? Das ist doch so weit weg, das Ding, aber ich würde mir gerne angucken, was da drin ist.
Braucht das lange bis hier runter? Das ist ein Mammut. Oh, da oben ist es. Das braucht wohl noch ein bisschen. Ich glaube, einen roten Laser hat man noch nicht, ne? Irgendwas Feindseliges in der Umgebung. Da ist was festgebackt. Ich steig mal gerade ab. Und guck mal, wo wir sind. In der Mitte. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt uns leicht links halten. Boah. Ah, nee, darauf warte ich jetzt nicht so. Wir halten uns leicht links. Und fliegen weiter geradeaus. Ich würde interessieren, ob man auf so einem Obelisken landen kann. Also hoch kommt man wahrscheinlich gar nicht. Flap, flap, flap. Anstrengend. Ich hab grad sagen, ich schreibe 4 Frames die Sekunde. So. Ich versuche mal da vorne zwischen zu landen. Was haben wir denn hier für einen Laden? Hm? Kleiner Wasserfall. Ein Sarko und ein... Ach, noch ein T-Rex. Diese Dickschädel. Und weiter. Ich glaube, wir sind aber auch bisher in den entspanntesten Bereichen der Map rumgekommen. Also haben wir einen guten Spawn erwischt und uns dann gut orientiert. So, wie schaut's hier aus? Die gelbe Obelisk. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Ich will ja gerne mal kurz absteigen, aber ich habe das Gefühl, ich falle dann runter. Ungefähr darüber müssen wir. Meine ich zumindest. Ich hoffe es jetzt mal. Da ist nochmal ein Sumpfgebiet. Da unten ist wieder Action. Level up! Von mir aus. Dann gehen wir auf... Hast du zwar nicht lange was von, aber gehst mal auf Ausdauer. So. Mehr da oder mehr da? Da unten ist auch Action. Ja, fliegen wir nach da. Haben wir hier mal eben so ein Safe Place? Jawohl, danke. Sieht zumindest ziemlich safe aus. Da sind Megalodons. Was sagt die Map? Wir müssen jetzt weiter geradeaus. Also von hier aus. Geh geradeaus. Okay. Ich werde natürlich den Spielstand nicht löschen. Ich werde das Spiel auch regelmäßig updaten. Ich werde es auch nicht deinstallieren vorerst. Für den Fall, dass wir eventuell doch mal Lust haben, also dass ich eventuell noch mal Lust habe, doch noch ein paar Folgen aufzunehmen. Das wird dann wahrscheinlich ziemlich random passieren. Ohne Anmeldung wird dann vielleicht mal so ein Part kommen. Wir tummeln sie unten aber auch gut. Mensch, Mensch, Mensch. Eine Pause machen. Hebt sich hier jetzt die Dunkelheit oder der Nebel oder was ist hier los? Ich glaube, es wird nebelig, kann das sein? Ja, doch. Später haben wir jetzt. 16.10 Uhr. Und da hinten ist auch schon Carnivore Island. Ich werde mal eben nochmal zwischenlanden. Wir da hinten auch rumfliegen können. Muss ja nicht sofort drauf gehen, ne? So, diese Insel ist echt weit weg von allem Bekannten. Und hier treiben sich angeblich nur Fleischfresser rum. Die Insel wäre natürlich wesentlich cooler, wenn es nicht neblig wäre. Ich denke mal, wir sehen gleich noch genug. Was haben wir hier denn?
So, so Riesengeier, okay. Außerdem. Ein. Zwei Kanus. Ein Skorpion. Da hat gerade irgendwas anderes gekillt. Was haben wir da vorne? Jo, hier, ey, hier ist Hardcore. Jo, leck. Ein magisches Marshmallow, warte. Da ein T-Rex. Da ein Kano. Der Nebel kann langsam gerne mal weggehen, da habe ich nichts von. Lass mich jetzt von einem T-Rex fressen oder von einem Kano? Da stürze ich mich gleich hinten ins Getümmel. Hm. Da sind die beiden Geier. T-Rex wäre irgendwie cooler. Gegen was kämpft der da überhaupt? Der beißt da immer nur rein. Alter, ist auch riesig. Schönen guten Tag. Sehen Sie mich? Offensichtlich. Ich möchte wohl, dass ich ihm ins offene Maul springe. Boah, Alter, boah, Alter, boah. Zwischenlanden. Wir haben da unten gerade so einen kleinen Krieg ausgelöst. T-Rex gegen Kano. Was exakt ist gerade passiert? Tyrannosaurus Arm, Rex Bone Helmet Skin. Geil. Das ist ja schon fast zu schön, um einfach nach Hause zu fliegen. Einfach jetzt drauf zu gehen. Aber ich habe ja gesagt, wir lassen uns hier killen. Oh, ist ja noch ein Kano, den wir nerven können. Attacke! Aus Maul, aus Maul, aus Maul. Aus Maul. Aus Maul, mit bloßen Händen. Gleich sind wir weg. Gleich sind wir weg. Und, da sind wir weg. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir im letzten Part drauf gehen. So, spaßeshalber spawnen hier jetzt nochmal hier oben. Und um mal zu gucken, was da so abgeht. Wir erfrieren wahrscheinlich sofort. Ah, den kennen wir doch, den Kameraden. Ja.
Was haben wir hier so? Nicht viel. Wild Mail. Ich laufe im Sauseschritt. Warum sind hier eigentlich so viele Skorpione so plötzlich? Und Freisprung! Wuhu! Boah. Hey. Ich habe das überlebt. Warum? Verschwinde! Verschwinde! So, was machen wir jetzt als letztes noch? Lass mich vom Megalodon fressen. Ich glaube schon. Machen wir hier ist unser Standard. Spawn, glaube ich. Unser Urhütte. Jawohl. Da ist ein Bronto. Da ist unsere Fury. Wir schwimmen jetzt einfach mal. Immer geradeaus. Jetzt ist mir wieder eiskalt. Eisschwimmen ist gesund. Ich würde gerne mal sehen, wie weit man runterkommt, wenn man so schwimmt. So, ist hier irgendjemand? Niemand? Nun gut. Wo kommen wir denn da hin? Okay, aber tief runter. Ich glaube, uns ist kalt. Gleich ertrinken wir. Warte, wir ertrinken gleich. Machen wir jetzt auch mal. Absüppeln fehlt noch auf der Liste. Was ist das denn da hinten? Kritisch, kritisch. Bin gestorben. Passiert, wenn man nicht aufpasst. So. Da fehlt uns nur noch der Tod durch einen... Verhungern fehlt noch eigentlich. Also Megalodon wäre auch nicht schlecht. Deswegen schwimmen wir jetzt einfach mal straight hier durch. Gucken, ob hier mal wieder einer respawned ist. Sieht aber nicht danach aus. Nö, sieht... Nö. Schwimmen wir einfach mal durch. Aufs Maul. Warum? Ja, aber wir können. Was ist das für eine Frage? Warum? Gib Gas! Schön. Wo denn? Wäre so eine nicht unwichtige Information. Ich schaue mich hier mal um. Die Meteoriten sagen alle da hinten. Hallo. Oh. Scheiße, weil wir ja so mit Überleben noch nicht genug zu tun haben. Hallo.
Ich muss ja am Außen rumrennen, toll. Was ist das denn hier? Vor die Lagune. Dodo! Dodo! Dodo, Dodo! 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 Dodo, Dodo Killer Nummer 1. Aus Maul! Na komm, warte mal so. Jetzt sind wir mal ganz sadistisch und füttern den Kameraden mit dem Bruder, mit dem Fleisch deines Kumpels. Sind wir nicht gemein? Müssen wir mal was essen. Warte mal. So, warte mal hier so. So. Oh. Machen wir gleich, warte mal. So. Irgendwie reicht das nicht. Wir erholen uns langsam. Na, ja, find was zu essen. Schnell. Ja, mach das schon. So. Erstmal noch. Genau, komm mal mit. Warte mal gerade. Ach, nicht Change Name. Hier, gib mir mal was ab. Genau, gib mir das mal. Ich esse das mal eben. Ist sehr gesund. Ich habe schon gute Ideen am Start heute. Warte mal. So, nimm das. So. Nee, die kann ich nicht gebrauchen. Mal ein bisschen was essen hier, komm. So. So, die beiden.
Halt. Greif den mal an. Kann es hier gerade irgendwie schlecht werden. Oh. Los, hol mir was zu essen. Na toll. Hat's ja gelohnt, wie soll man denn hier überleben? Schöne Rohfleischvergiftung. Läuft. Sind ja auch nur Deko-Kürbisse, ne? Nichts los hier im Tal. Gibt's da vorne vielleicht was zu essen? Los, gib mir was zu essen. Mystisches Teil, gib mir was zu essen. So, nochmal schnell zwei von den gesunden Fleischstücken reinhauen. Mal hier. Ist echt gerade Leben am Limit hier. Schön. Braucht denn sowas? Jetzt verhungere ich schon wieder. So ein Mist. Das fällt wahrscheinlich gleich in Ohnmacht. Ein Trilobit. Jo, bin eingepennt. Geil. Ich habe auch keine Dingens mit. Dann müsste ich doch bald mal verhungern, oder? Nee, Torpor geht zuerst runter. Der Dodorex ist weg, ach man. Gleich bin ich wieder wach. Warte. Hüpfen wir gleich nochmal ins Meer und lassen uns von dem Megalodon fressen, wenn ich einen finde. Und dann war's das auch. Da vorne, da ist auch schon mal so ein geeigneter Kollege. Schönen guten Tag. Darf ich ihn mal auf die Nase hauen? Jawohl. Da hat er uns auch noch gelootet. Die Sau. Was ist das denn? So. Das war jetzt der letzte Respawn. Ich gucke jetzt nochmal bedeutungsvoll in die Ferne. Ja, wir haben jetzt den Dodorex auch nicht finden können. Ich bin nicht aktiv danach gesucht. Ich wollte nochmal so ein kleines Waste to Die in Ark am Ende machen.
glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Wir haben einen Spinosaurus. Dieser Spielstand hier wird auf jeden Fall bestehen. Ich werde mal gucken, wann ich Ark wieder auspacke. Weil du willst dich wahrscheinlich erstmal ein bisschen hinziehen, weil ich habe ehrlich gesagt erstmal genug davon. Wir haben jetzt 111 Folgen gehabt. Und ich habe erstmal keine Lust mehr. Das muss ich leider sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist ein super Spiel, empfehle ich jedem, der es jetzt noch nicht selbst gespielt hat. Kann man machen, macht auf dem Server mit Freunden wahrscheinlich noch mehr Spaß. Wer aktuell noch Ark spielt, wäre Blue Millennium. Die hat noch ein paar Folgen, meine ich, am Laufen. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber einige Folgen am Laufen. Da einfach mal reinschauen, da kann man eventuell noch mehr sehen als bei mir. Jeder spielt es halt anders. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sag, jo, bis zum nächsten Part von Ark oder wenn ihr wollt, bis zum nächsten Let's Play. Das, wenn ich Glück habe, wenn es klappt, dann morgen. Morgen, übermorgen erscheinen wird. Es geht ins All. Und das nicht alleine. Ansonsten demnächst noch Fallout 4. Skyrim geht, glaube ich, bald. Wird, denke ich, jetzt gleich von mir nochmal aufgenommen, ein paar Parts. Aber jo. Na denn, danke fürs Zusehen und bis zu meinem nächsten Let's Play. Tschüss.